Es ist eine ganz wunderbare Atmosphäre in Frutija gewesen jetzt die letzten Tage. Dort in dieser schönen Natur und in der Ruhe ist es einfach großartig, wie sich so aus der ganzen Welt da das konzentriert und man sich da wirklich auf das Wichtigste dann da gemeinsam konzentrieren kann und wunderbare Musik macht. Hemos seleccionado de muchos países para llegar aquí y estamos cantando la Pasión según San Juan. La partimos cantando en el Teatro del Lago y ahora la cantamos aquí en Temuco. Generell, wenn man diese Musik macht und wenn man gerade bei den Passionen, wenn man die Passionen interpretiert, da muss man sehr genau wissen, was man macht. Man kann sie sehr leicht, wie soll ich sagen, einfach nur durchspielen. Und in den Passionen ist so viel mehr drin. Und Helmut Rilling weiß, nicht nur aus seiner Erfahrung, sondern einfach, weil es ihm ein Anliegen ist, sehr viel über die Passion und sehr viel, er möchte sehr viel vermitteln an viele Leute. Und Lecture Concert que hace el maestro Rilling consiste en que él va dando explicaciones de distintas partes de la pasión, va contando el sentido que le dio Bach a la obra, desde, digamos, por qué utilizó tal instrumento o por qué puso las palabras de cierta manera. Zwei Sätzen zu sagen, ist sehr schwierig. Also er hat sich schon früh, ich sage jetzt auf Deutsch, ja, er hat sich schon früh mit der Musik sehr gut angefreundet und hat einfach die Musik immer geliebt, besonders die Bachsche Musik. Und so hat er am Anfang mit Laienchören und mit Freunden eigentlich zusammen einen Chor gegründet. Und da haben sie immer zusammen Musik gemacht, am Wochenende erst. So, und so sind die Gechinger entstanden. Das ist ja sein Chor, den gibt es jetzt schon seit 50 Jahren. Und später hat sich das dann entwickelt, dass er gedacht hat, er muss das unbedingt weitergeben. Und deswegen wurden ja dann verschiedene Bachakademien. Hat er die Bachakademie erstmal in Stuttgart gegründet, mit ihrem Hauptsitz in Stuttgart. Dann gab es aber viele Bachakademien überall auf der Welt, also wo diese Musik. Helmut Rilling es un artista de trayectoria mundial muy importante y también para nosotros es muy valioso aprender de él. Para nosotros es muy importante haber quedado seleccionado y participar de este proyecto, con la oportunidad de ser dirigido y trabajar con uno de los mayores exponentes de la música de Bach de los últimos 30 años en el mundo. Una oportunidad de compartir muchas cosas, de conocer mucha gente, de aprender mucho de él y de todos los profesores que vinieron. Man hat keinen Ton, man weiß nicht, wo man ist, und aber es hat eine innere Emotion. Das ist immer wieder lehrreich, auch für die Solisten, auch für die Musiker auf der Bühne, genauso wie für die Leute im Publikum, und das ist toll. Immer wieder neu. Man lernt immer wieder neue Dinge, und das ist sehr, sehr schön. Ein Venue, ein Ort, eine Spielstätte, wo man sowas aufführen kann. Ich hatte bislang keine Ahnung, und
Ich sehe aber, dass hier das Interesse an der Musik sehr hoch ist. Also besonders ist es natürlich für uns Töchter, meine Schwester spielt ja auch mit, ganz toll, dass wir dabei sein können und diese Musik auch mitvermitteln können, weil wir die schon von klein auf mitgekriegt haben, wie unser Vater das macht. Musik.